So Leute, im heutigen Video werde ich euch alles zeigen, was in dem Halloween-Update reinkommen wird. Das Update wird auf jeden Fall mega krass. Es wird einen Mini-Battle-Pass geben, Gratis-Skins, neue Waffen. Es wird eines der krassesten Halloween-Events jemals. Und hier ist jetzt auch schon der erste Gegner gelandet. Ich nehme mal schnell die AR, um ihn wegzulasern. Und da unten ist er auch schon, er will wahrscheinlich den Glitch machen, dass man so da durchgeht. Oh, das ist echt gar kein Glitch. Mein Aim ist auch irgendwie nicht am Start. Komm her. Oh, er hat keine Waffe. Perfekt. Der war ja mal komplett lost. Übrigens, leider geht die Handcam gerade nicht, irgendwie funktioniert die nicht. Aber im nächsten Video ist sie auf jeden Fall wieder am Start. Okay, perfekt, direkt eine grüne Pump. Und C4, um hier durchzuballern. Oh, warte, kommt direkt der nächste, sein Mate wahrscheinlich. Und hat auch keine Waffe, perfekt. Kurz einmal Minis und Schild gönnen. Und Leute, falls ihr euch fragt, wann das Halloween-Update überhaupt kommt, es wird wahrscheinlich alles im nächsten Update reinkommen. Also das nächste Update wird das Halloween-Update sein. Höchstwahrscheinlich. Ich mache kurz die Geschütze kaputt. Zack. Zack. Aber das Update kommt jetzt noch nicht diesen Dienstag, also den vergangenen Dienstag. Das Video wird noch nicht an dem Dienstag kommen. Das wird noch nicht vorproduziert, weil ich im Urlaub gerade bin, wenn ihr das Video jetzt hier seht. Und zwar wird das dann übernächsten Dienstag kommen. Also von euch gesehen den nächsten Dienstag. Oder Mittwoch oder Montag. Aber wahrscheinlich am Dienstag. Okay, perfekt. Wir haben die MK7. Und eine Sache, die auf jeden Fall in den Update auch reinkommen wird, was es ja, meine ich, auch schon im letzten Halloween-Update letztes Jahr gab. Und zwar Zombie-Chickens. Hier seht ihr auch einmal ein Bild von denen eingeblendet. Ich denke nicht, dass die irgendwie besondere Waffen droppen werden. Vielleicht wird es die auch geben, irgendwie in episch oder gold leuchten. Das hatten wir, meine ich, letzte Mal, wo die dann so krassen Loot gedroppt haben. Aber auf jeden Fall wird es die wieder geben. Einfach nur als lustiges Easter Egg. Und Perk direkt Super Schrotflinte. Ja, besser kann es gar nicht laufen. Ich habe nur leider kein Heal dabei, fällt mir gerade auf. Außerdem habe ich ja gerade schon von den neuen Waffen geredet, die reinkommen werden. Da werden auf jeden Fall erstmal zwei alte Waffen wieder zurückkehren. Und zwar der Halloween Rocket Launcher mit dem Pumpkin, also der Pumpkin Launcher. Der soll sich aber ein bisschen verändern. Und zwar soll der einen neuen Effekt haben. Wurde auf jeden Fall geleakt. Und dazu kommt dann noch, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, vor 2 Jahren an Halloween, das war 2020, in Season 4, da gab es ja diese Hexenwesen. Und die werden auch zurückkommen, aber in einer anderen Farbe, und zwar in Rot, vorher waren die ja so gelb. Die werden auch zurückkommen und darauf freue ich mich auf jeden Fall mega. Denn die Hexenwesen waren damals auf jeden Fall echt cool. Man konnte damit ja immer so rumfliegen, wie so ein bisschen mit dem Silver Surfer dort, falls ihr das noch kennt. Warte mal, warum lagen hier gerade Metz rum? Ich spiele nur Bild. Komplett verbuggt, alles klar. So, ein Rocket Ram nehme ich natürlich auch mit. Oh, hier oben ist ein Gegner markiert. Oh, sogar zwei. Ah ja, da ist einer. No Skin. Komm, zack. Der Arme wollte seinen ersten Win holen. Also, der Pumpkin Launcher und der Besen sind auf jeden Fall zwei Sachen, die auf jeden Fall zurückkommen werden, weil sie ja jetzt verändert wurden. Deswegen, warum sollte die vorne verändern, wenn die nicht reinkommen? Dann wird es natürlich auch wie immer einen Halloween Battle Bus geben. Diesmal wird er aber auch wieder ein bisschen anders aussehen, nicht so wie die Jahre davor. Und zwar wird er diesmal schwarz angesprayt sein und wahrscheinlich auch einen Kürbis oben als Ballon haben. Und wahrscheinlich wird er auch dann wieder so eine Halloween-Musik haben. Das war jetzt auch schon bei dem Geburtstagsevent vor kurzem und finde ich auf jeden Fall mega nice. Was auf jeden Fall das Krasseste ist, was reinkommen wird, was ich auf jeden Fall hoffe, dass es reinkommt, ist ein Mini-Battle-Pass. So wie es wir auch jetzt schon bei dem Star Wars-Event, dem Ehrenjäger-Event oder auch den ganzen anderen Events hatten. Das wird auf jeden Fall vermutet, dass sowas reinkommt. Es gibt auch ein paar Anzeichen dafür, aber es ist natürlich jetzt nicht bestätigt oder so. Aber ich hoffe mal und denke auch, dass es passieren wird. Weil ich meine, ich habe gerade einen Gegner gesehen. Ja, da vorne, der ist dead. Und mir tun die Gegner einmal so leid mit der MK. Den Boss nehme ich mal schnell mit hier. In dem Mini-Battle-Bus werden wir natürlich viele Belohnungen haben, wie Lackierung. Vielleicht auch ein Halloween-Hangleiter, so wie wir ihn auch damals hatten, in Chapter 1. Dann werden wir natürlich bekommen Sprays und vielleicht auch so ein Halloween-Emote. Natürlich jetzt keine krassen Sachen in den Free-Battle-Pass. Aber wie ihr es ja wisst, gibt es bei den Mini-Battle-Pässen immer zwei verschiedene. Und zwar den einen gratis und den anderen, den man kaufen kann. Für irgendwie 1000 V-Bucks oder so war das, glaube ich, immer. Und dann werden wir ja wahrscheinlich auch zwei gratis Skins bekommen. Also eher gesagt, ein gratis Skin. Einen, der dann gratis sein wird und einen, den man dann auf der anderen Seite kaufen kann im Battle Pass. Und es gibt auch schon Vermutungen, welche Skins das sein könnten. Und zwar wurde letztes Mal bei den Fortnite Mares geleakt, dass Freddy Krüger und Ghostface reinkommen. Denn da hat Fortnite so einen Satz auf Twitter gepostet. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht mehr auswendig. Wenn ich den finde, kann ich euch den einblenden. Aber der hat auf jeden Fall Ghostface und Freddy Krüger angeteased. Und das wird natürlich perfekt passen, wenn dann diese beiden Skins auch reinkommen würden in den Battle Pass. Was ich mir auf jeden Fall auch vorstellen könnte. Einer wird dann free sein und einen muss man dann im Battle Pass erwerben. Und hier höre ich schon wieder dicke Fights. Da baller ich auf jeden Fall mal eine Granate rein. Zack. Oh, ist der dead? Oh, perfekt.
Und wo ist sein Mate? Oh, der holt ihn hoch. So nicht, mein Freund. Vorne ist noch Ahsoka, aber da gehe ich glaube ich nicht hin. Oh, da wurde ich wieder angeschossen. Ah ja, da vorne chillt einer im Wasser. Boah, das ist echt schwer, den im Wasser zu treffen. Aber der hat auch dicke Hits und... Scheiße. Oh, mit dem 4-Rad geholt. Also, wir können auf jeden Fall hoffen, dass der Mini-Battle-Pass reinkommt, aber wie gesagt, bestätigt ist es nicht. Da schon wieder wer. So. Dann auch noch eine kleine Sache. Es wird wieder diese Halloween-Süßigkeiten geben, denn es wurde geleakt, dass man eine Aufgabe machen muss. Oh, perfekt, die exotische Tag. Und zwar soll es eine Aufgabe geben, indem man Candy essen muss, also Süßigkeiten. Und das sind dann auf jeden Fall diese Halloween-Süßigkeiten. Die hatten wir jetzt auch schon in den anderen Halloween-Events. Aber es ist trotzdem witzig, wenn dann so irgendwo so Hexenfiguren sind, die dann so diese Süßigkeiten abgeben in so Beuteln. Wahrscheinlich werden dann ja auch wieder die ein oder anderen Orte in Halloween verkleidet. Also im Halloween-Stil, so wie es sonst auch immer war. Ist auf jeden Fall auch ganz witzig, damit man so ein bisschen in den Halloween-Vibe kommt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Dann kommen wir jetzt mal zu einer großen Änderung. Und zwar wird es Kaido Fawn, also den Level 100er Battle Pass Skin, als Boss auf der Map geben. Und zwar als Vampir. Den Stil kennen wir schon. Dabei wird er auch eine extra Animation haben, wie er dann so in die Luft fliegt und dann so Damage macht, also so ein Strahl oder sowas. Und wenn wir diesen Boss dann töten, kriegen wir eine neue mythische Waffe, und zwar Kaido Fawns Katana Blade. Das haben wir auch schon im Trailer gesehen. Ich kann es euch hier mal ein Screenshot einblenden. Und das wird auf jeden Fall mythisch. Man weiß noch nicht, was das machen wird. Oh, das war nur ein Bot. Vielleicht wird das ja so sein wie das Katana, was wir vor in der vorletzten Season hatten. Oder wie ein Infinity Blade. Hoffentlich dann nicht so OP, aber ein bisschen weniger OP natürlich halt. Aber das wird auf jeden Fall auch reinkommen. Und das war noch nicht die einzige mythische Waffe, die noch reinkommen wird. Und zwar wird es nämlich auch eine neue mythische Pump geben. Also generell eine komplett neue Pump, die es dann auch in mythisch geben wird. Vielleicht von einem Boss, vielleicht auch nicht. Werden wir dann sehen. Und zwar ist das eine Vampir-Pump. Das Ganze hat Hypex geleakt. Man weiß auch schon, wie viel Damage sie machen wird. Das blende ich euch jetzt hier mal ein, aber noch nicht, wie die aussieht oder wie sie schießen wird. Ich denke mal, das wird dann vielleicht so eine Limited-Pump werden, die es nur in Halloween-Events gibt. Von wo werde ich eigentlich angeschossen? Ab und da. Und du bist weg. Oder auch nicht. Ah, da bist du. Oh, bin ich dumm, Alter? Komm schon. Zack. Also die wird es dann auf jeden Fall auch noch geben. Auf die freue ich mich auch mega. Ich fühle das immer, wenn es so neue Waffen in jedem Update gefühlt gibt. Dann hat man immer was Neues zum Testen. Dann kommen wir jetzt nochmal ein bisschen zu den neuen Skins, die reinkommen werden. Und zwar kann ich es euch direkt, glaube ich, mit einem zeigen. Hier gibt es ja diesen Love Ranger. Ah, der Boss nervt fast ein bisschen. Egal, ich scheiß mal auf den. Und zwar gibt es ja hier oben diesen Love Ranger NPC. Und wenn man zu dem mit zwei verschiedenen Skins geht, sagt er so zwei verschiedene Botschaften. Und zwar einmal mit dem Muskelkater-Skin sagt er irgend so eine Halloween-Botschaft. Und das teast auf jeden Fall den Muskelkater an. Und ja, hier funktioniert es auch mit dem Fisch. Und zwar, ich sehe in deiner gruseligen Zukunft einen modrigen Sumpf und irgendetwas darin. Und das teast an, dass es einen neuen Halloween-Fisch geben wird, den wir schon lange in den Umfragen haben. Hier ist er eingeblendet, der wird jetzt eigentlich zu 100% reinkommen mit dieser Botschaft. Beim Muskelkater sagt er auch irgendwas und da werden wir dann einen Sumpfmuskelkater bekommen oder einen Halloween-Muskelkater. Und was ich euch gerade gezeigt habe, wird dann wahrscheinlich dieser Fisch hier reinkommen. Also nicht wahrscheinlich, eigentlich ist es ja bestätigt, weil sonst würde er das ja nicht sagen, der NPC. Und ich finde, den Fisch sieht auf jeden Fall ein bisschen gruselig aus, aber mega cool. Den werde ich mir natürlich holen. Außerdem wird es auch genau den Skin, den wir da eben gerade gesehen haben, den Love Ranger, in einer neuen Halloween-Variante geben. Und zwar in so einer Feuer-Variante. Die ist auch in den Umfragen, habe ich euch mal eingeblendet. Den nehme ich auch mal mit. Zack, du wirst explodiert. Er checkt gar nicht, von wo ich komme. Außerdem wird es auch noch einen neuen Modus geben. Und zwar wird es wieder den Horden-Rush-LTM geben. Wo man ja dann gegen so Horden an Zombies kämpfen muss, für den nicht kannten. Der war ja letztes Mal nicht drin, aber letztes Jahr war, also vorletztes Jahr war der ja drin. Komm. Oh, der versucht abzuhauen. Du kannst nicht abhauen, Bro. Und in diesem Horde Rush LTM werden wir dann auch wieder Aufgaben machen müssen. Und wie es vielleicht schon vom vorletzten Jahr, also 2021 war das, meine ich. Ja, genau. Da gab es ja dann das, dass man da auch mega viel EP von den Aufgaben darin bekommen hat. Was es diesmal dann wieder auch geben wird, also für die, die noch jetzt nicht Level 100 sind. Ich bin zum Beispiel jetzt schon Level 230. Ich denke, die meisten von euch sind schon Level 100 oder falls ihr auch Level 200 erreichen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall perfekt mit diesem LTM machen, weil da wird man wieder mega viel XP bekommen. Wo will der Typ denn hin?
Was natürlich selbstverständlich ist, ist, dass die ganzen Halloween-Skins wieder zurückkommen werden. Also Ghoul Trooper, Skull Trooper und die ganzen anderen Halloween-Skins. Das ist auch einer meiner Lieblingssachen an Halloween. Ich hole mir eigentlich immer ein oder zwei Halloween-Skins mindestens, wenn die alle wieder reinkommen. Jetzt habe ich schon die meisten coolen, aber ist auf jeden Fall für euch eine gute Chance, die es ja nur einmal im Jahr gibt, die ganzen coolen Halloween-Skins zu holen. So wie Ghoul Trooper und so halt. Natürlich nicht in der pinken Variante, aber das ist ja klar. Dann wird es natürlich auch wieder die Halloween-Banane zurückgeben und die ganzen coolen Emotes, wie zum Beispiel diesen Halloween-Tanz. Ihr wisst schon, welchen ich meine. Diesen Scary Skeletons. Aber es werden auf jeden Fall einige coole Sachen dann zurückkommen. Die beiden habe ich auch abgestaubt. Ich würde sagen, ich versuche jetzt sogar mal hier noch den Win zu holen. Das wäre natürlich perfekt. Falls ihr euch dann eine dieser Halloween-Sachen holt oder auch die neuen Skins, zum Beispiel den Fischi, den ich mir auf jeden Fall holen werde, kann ich euch nur empfehlen, den Fisch-Skin zu holen. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann tragt dabei gerne meinen Creator-Code ein. Den seht ihr oben eingeblendet, Lenny-OG. Das kostet euch gar nichts, aber unterstützt mich mega. Also macht das super, super gerne. Ich suche jetzt hier gerade mal die letzten Gegner und mir fällt auf, ich habe den Ort hier gar nicht erkundet. Oh ja, vorne sind dicke Fights. Komm, da baller ich mal eine Granate rein, ohne zu sehen. Komm, ich treffe nicht. Wieso treffe ich nicht? Nein, kein Hit gemacht. Dann von hier. Oh. Stehen bleiben. Oh, sehr wichtig, der war sehr low. 18 Kills, mega geil. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, natürlich wird es auch wieder neue Perks in dem Halloween-Event geben. Gibt es ja eigentlich in jedem neuen Update. Ist jetzt aber auch nicht allzu spektakulär. Vielleicht wird es ja auch ein cooles Halloween-Perk geben. Irgendwas mit Halloween, zum Beispiel irgendwas mit Vampiren oder sowas. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Epic da irgendwas reinbringt. Und außerdem gibt es auch noch diese Zoom-DMR, die irgendwann reinkommen wird. Wahrscheinlich auch dann zum Halloween-Update. Chillt hier irgendwo wer? Oh ja, da vorne. Wird der nicht schon mal die Runde geholt? Der wurde etwa rebootet oder was? Und zack. Und der andere kämpft hier. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was eure Meinung zum Halloween-Update ist. Ich glaube, diesmal hat es echt Potenzial, eines der besten Halloween-Updates ever zu werden. Komm, die staub ich auch mal ab. Bam. Der ist nicht low. Ist der low? Wo ist der andere jetzt? Ist er hier im Busch? Nee, ah, hier ist, kämpft er. Und da ist auch dann der letzte Gegner. An den sneak ich mich mal ran. Oh, schade, leider nicht getroffen. Oh ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Ab hinter den Stein. Zack. Komm, zeig dich. Oh. Oh, er baut den Stein ab. Nice. Let's go. Epischer Win. Let's go, Leute. Das war's mit dem Video. Schreibt mir eure Meinung zum Update in die Kommentare. Also zu dem, was bisher geleakt wurde. Und ciao, ciao.